Ja, hallo ihr Lieben. Ihr seht mich wieder in der prallen Sonne für euch sitzen. Ihr habt jetzt schon eine Weile nichts von mir gehört. Und zwar, ich hatte euch im vergangenen Video ja gebeten, mir Themenvorschläge zukommen zu lassen. Habt ihr getan. Hans-Peter 7733. Türkei ist groß. Erzähl doch mal was von der Schwarzmeerküste bei dem ganzen Theater. Neidlästereien zwischen den YouTubern. Keine Ahnung, ich bin kein YouTuber. Würde ich in Alanya und Umgebung meiden. Okay. Wer kann hier Orte, Gegenden, Städte, die am Schwarzen Meer liegen, empfehlen? Ja, das nehmen wir zum Videothema. Da wir ja am Schwarzen Meer 10 Monate gelebt haben, denke ich, dass ich das eine oder andere von unserer gemeinsamen Zeit da auch empfehlen kann oder ja, wiedergeben kann vielmehr. Auch unsere Beweggründe, weshalb wir unter anderem nicht da leben. Das erwartet euch in diesem Video. Also bleibt dran. Einen wunderschönen hier wieder live aus der schönsten Diktatur der Welt. Ich bin der Dennis. Willkommen bei Türkei auf Deutsch. Ja, endlich habe ich mein schönes Argentinien-Trikot gekriegt. Nochmal vielen lieben Dank an die Eltern von Dennis. Grüße. Er ist ein Insider, den kennt ihr nicht. Ja, habe ich jetzt über ein halbes Jahr darauf warten müssen, weil immer ausverkauft. Naja, nächste. Fangen wir einfach mal mit dem Thema an. Schwarzmeer. Wir haben, Familie kommt aus Giresun. Dort haben wir auch gelebt. In Bulancak. Welcome to Jahannam. Nein, ganz so schlimm war es nicht. Ja, wie gesagt, wir haben am Schwarzen Meer gelebt. Als wir ausgewandert sind, war die erste Station erstmal Oma. Die hat in Giresun gelebt. In Köy und hatte unten ein Mehrfamilienhaus und so weiter. Da sind wir dann erstmal für 1,5, 2 Monate hin. 1,5, glaube ich, waren es. Oder 4 Wochen sogar nur. Und dann haben wir uns eine 2,5 plus 1 oder was gemietet. So und uns dann nach und nach aufgebaut. Das war ja quasi unser Start. Das war im Jahr, boah, lass mal überlegen. 2017 war das. Ja, 2017, stimmt. Seit 2017 sind wir in der Türkei. Genau. Da haben wir dann gelebt bis Oktober 18. 1. Oktober war Mietbeginn. Wir waren am 29. September waren wir, glaube ich, hier. Genau. Ja, was kann man zum Schwarzen Meer sagen? Also wie gesagt, Schwiegermutter und Mann leben in Trabzon. Ne? An die Trabzonloser von euch. Schon coole Ecke. Ich kenne jetzt nicht jede Stadt. Welche Stadt ich mir auf jeden Fall noch anschauen wollen würde, wäre Sakarya. Ansonsten die ganzen Städte, die es da also gibt. Ob es da Rize ist, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun und ja, gibt es ein paar Städte. Aber gelebt haben wir nur in Istanbul. Deswegen beziehe ich mich schwerpunktmäßig jetzt auf Istanbul. Der Mann von meiner Kainana war halt hier gewesen und sagte, hier gibt es so wenig Grün. Ich denke mir, Alter, ist der bescheuert? Klar haben wir hier auch Grün. Aber dort ist es ja, seiner Meinung nach grüner. Weiß ich nicht, ob das stimmt, kann sein. Dort ist das Klima halt ein anderes. Boah, mir läuft schon die Brühe runter. Alles nur für euch. Okay, also vielleicht ein Pluspunkt wäre viel Grün. Definitiv viel Grün. Ist natürlich der Landwirtschaft letzten Endes auch geschuldet. Haselnussgebiet und so. Folglich viel Regen, Klima wie in Deutschland, Winter kalt. So. Sommer für unsere türkischen Verhältnisse relativ kurz. 2 Monate vielleicht. Und dann gehen die Temperaturen auch schon runter. Da, wo wir gelebt haben, wurde mit Kohle geheizt. Dementsprechend war die Luft auch nicht so der Hit. Ja, was Positives. Ja, die Mieten sind günstig gewesen. Ich weiß nicht, wie sie jetzt sind. Auf jeden Fall günstiger als hier. Definitiv. Wir haben damals bezahlt, ich glaube, 600 Lira oder sowas. Und Nebenkosten waren, glaube ich, 40 Lira oder sowas. In unserer Suite, aber Pool und sowas gibt es nicht. Also nicht zu vergleichen mit hier. Ja, das waren 80 Euro, glaube ich, damals. Ne, was hat man? Viererkurs 120 Euro. Das war, glaube ich, schon viel damals. 630 Lira war die Miete, glaube ich. Landschaft, Natur gibt es dort. Aber wie gesagt, Landschaft, Natur hast du halt überall. Also hier hast du auch schöne Berge, hier hast du das Meer. Hast du dort auch. Hier kannst du ins Gebirge gehen. Wir haben hier auch Wälder. Wir haben hier auch Plantagen. Wir haben hier auch staubtrockene Gegenden.
Die haben ja alles. Also es ist für mich jetzt kein so richtiger Pro-Punkt in dem Sinne, wenn ihr versteht, was ich meine. Land und Leute, also die Menschen sind herzlicher. Definitiv sind die Menschen herzlicher. Die sind auch ein bisschen, ja, skeptischer, habe ich das Gefühl. Aber wenn sie dich dann das zweite, dritte Mal gesehen haben, dann ist das alles schick. Und dann kannst du auch von den Leuten alles haben. Also die machen, die tun. Ich weiß noch, als meine Frau für 6 Wochen damals in Deutschland war, Familie besuchen, Hochzeit hin und her, war ich da alleine. Da kamen da irgendwelche Americans und haben mir immer Essen gebracht. Und dann, ja, du bist ja allein, deine Frau ist nicht da und wir haben für dich gekocht und hin und her. Ich kannte die gar nicht. Das wird dir in Deutschland nicht passieren, das wird dir auch in Alanya. Okay, wir haben hier echt geile Nachbarn. Nicht alle, aber fast alle. Die hinter mir zum Beispiel nicht. Und dreimal durch die Rappen, die er kommt. Ne? Naja, 200 € Schuhe hat der Hund mir am Arsch gemacht. Und wie gesagt, kauft ihr doch neue. Naja, gut. Was sie machen, halt Essen anbieten, klar. Und du bist willkommen. Ich meine, es ist nicht so, dass du hier nicht willkommen bist. Das nicht falsch verstehen. Aber da ist es nochmal so ein bisschen was anderes. Sie sind so ein bisschen traditioneller, herzlicher. Die Lebenshaltungskosten sind damals günstiger gewesen. Also werden auch jetzt günstiger sein als hier. Meine Frau war letztes Jahr, glaube ich, oder vor 1,5 Jahren war sie in Trabzon, hat da auch 6.000 oder 7.000 Lira in einer Woche ausgegeben, weiß auch nicht wofür. Keine Ahnung. Was dort signifikant ist, sind definitiv weniger Ausländer, also aus dem europäischen Ausland, klar, aus Russland und so Kasachstan kommen da welche hin, Aserbaidschan zum Beispiel auch. Araber sind viele in Trabzon und so weiter. Ansonsten, ja, wäre es das halt, was so unterschiedlich ist. Was sind Kontrapunkte? Also die sprechen halt wirklich nur Türkisch. Ich meine, ist auch gut, um Türkisch zu lernen, da musst du nämlich, ob du willst oder nicht. Also nicht mal Englisch, vergiss das, keine Chance. Auch an Tankstellen oder Behörden oder sowas das erwarte ich eigentlich auch, dass es so ist. Ne? Aber wie gesagt, gerade wenn du neu bist, hätte mir vielleicht das eine oder andere erleichtert, aber jetzt im Nachhinein betrachtet, ist vielleicht gut, dass es so ist. Ja, was ich noch irgendwie negativ bewerten würde, es wird halt langweilig. Ich habe da halt auch keine Perspektive irgendwie gesehen. Oh, mir läuft die Brühe runter. Ich sitze jetzt gerade übrigens bei 40 Grad in der Sonne für euch. Ne? Nur mal so. Deswegen läuft mir die Brühe. Ja, es gibt ja keine Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Für mich nicht. Also für mich findet da keine Weiterentwicklung statt. Punkt. So, vielleicht mag es in Terraps so eine Ausnahme sein, aber ich habe da Bilder im Kopf. Ja, die sind da einfach nicht. Also da ist ein Stück weit meiner Meinung nach die Zeit stehen geblieben. Und die Leute auch so ein Stück weit. Die leben halt ihr Leben, die machen ihr Ding. Und für die ist das alles cool, für die passt das halt alles. Aber wenn du dann hinkommst, so als junger Typ oder Mitte 30, nee, Mitte 30, Anfang 30, und willst da vielleicht noch irgendwie was machen und du kommst aus Europa, ist das halt so eine Sache. Da sind halt, ihr müsst euch das so vorstellen, nicht falsch verstehen. Die meisten Leute, die kennen ihr Köi, die kennen ihre Kleinstadt und kennen aus dem Fernsehen vielleicht irgendwelche Großstädte. Ein Großteil der Leute hat nie irgendetwas anderes gesehen. Die waren nicht mal irgendwie im Ausland, in Bulgarien, in Ungarn, in Amerika, in Deutschland, in Australien. Die kennen ihr Köi. Die sind rausgekommen, die kennen ihre Kleinstadt, die leben da ihr Leben, machen da ihren Job, was auch immer machen. So, und ja, leben da halt so vor sich hin. Und wenn du dann halt schon mal das ein oder andere gesehen hast, boah, sorry Leute, aber das ist echt brutal heiß gerade. Und wenn du halt schon mal so ein bisschen was gesehen hast, dann bist du ein bisschen weltoffener und hast vielleicht auch andere Sachen, die dir wichtig sind. Und die Leute können das einfach gar nicht nachvollziehen, weil sie gewisse Erfahrungen halt nicht gemacht haben und halt ganz andere Denkmuster auch teilweise haben. Ja, also in Köln sagen wir, jeder Jeck ist anders, aber das ist dann halt so ein Negativpunkt. Ich sag auch als Deutsch-Türke, wenn du fließend Türkisch kannst, ich glaube nicht, dass du am Schwarzen Meer glücklich wirst, glaube ich nicht. Also ich kann jetzt von Giresun sprechen. In Trabzon, ja, weiß ich nicht. Da ist ein bisschen
offener und alles, aber ja, Samsung auch, aber ja, ich weiß nicht, ob das das Richtige ist. Also das ist, weiß nicht, da geht noch eine Stufe drauf. Wo man am Schwarzen Meer auf jeden Fall mit klarkommen muss, ne, ist, dass die Leute da so ein bisschen mehr aggro sind. Ne? 61 zum Beispiel, ne? Ihr wisst Bescheid, ne? Immer am Start. Ja, nicht umsonst heißt die Fußball-App in der Türkei Fnatic. Ne? Hat schon seinen Grund. Also die Leute sind da so ein bisschen anders gepolt. Wenn du dann bei Gelb nicht schon losfährst, könnte schon mal gefragt werden, warum du so doof bist und nicht fährst. Also wie gesagt, da gibst du besser keine dämliche oder läppische Antwort. Ne? Ja, das ist auch sehr viel geflucht. Also gerade in Giresun, Bulancak. Das ist dann halt so immer so Törbe, Törbe, Törbe und immer dieses, ja und ne, immer so alles mit der Religion so ein bisschen in Verbindung bringen. Ja und Günach und Haram und dann Nabamanakoim, was geht und so. Und dann reden dann auch Erwachsene so, ne? Oder ältere Leute reden dann auch so. Erst sagen sie noch, boah, so kann man nicht reden. Und dann sagen sie Nabamanakoim und dann, ne? Und dann halt so Sachen. Und denkst du auch, oh, das war unser Gärtner. Ich denke, auf jeden Fall, die fluchen halt sehr viel. Ne? Also das ist Sprachgebrauch und ja, ist auf jeden Fall amüsant. Also ist egal, ich kann nicht alles erzählen. Was mir noch so ein bisschen im Kopf hängen geblieben ist, als ich damals Türkischkurs machen wollte, das ist der Hammer. Die wollten in der Sprachschule 90 Lira für eine Stunde haben. Damals war der Kurs, ich glaube, 4 oder 4,20. Also über 20 Euro wollten die für eine Stunde haben in 2017. Das ist 6 Jahre her. Heute, wenn du zum Arzt gehst, ins Privatkrankenhaus, bezahlst du 600 Lira. Ja, das sind jetzt gerade 20 Euro. Da bist du dann mit dem Arzt dran. Und da wollten die für eine Schulunterrichtsstunde 90 Lira haben. Also das ist voll die Verarsche. Hier in Alanya haben wir dann bezahlt für 3 Monate 80 Tele. Na, also da sieht man schon mal die Relation. Das war heavy. Also damals war der Mindestlohn, ich glaube, 1250 oder 1600, irgendwie sowas. Also für uns war damals halt, nachdem wir da waren, wir haben uns halt gefragt, okay, wo wollen wir hin, was möchten wir machen? Und es war mir im Winter definitiv zu kalt. Es ist zu kalt, meiner Meinung nach. Das ist Winter wie in Deutschland. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich brauche es warm. Ich brauche hier meine knalligen 40 Grad. Auch wenn mir die Brühe runterläuft, ist egal. Dafür habe ich einen Pool und eine Dusche. Und dann ist gut. Aber für uns war halt der Beweggrund, wir wollen einen richtig schönen heißen Sommer haben und wir wollen natürlich auch einen entsprechend milden oder warmen Winter haben oder lauwarmen Winter. Ja, und deswegen Mittelmeer. Das war halt für uns so der Beweggrund. Außerdem sind hier ist es hier viel multikultureller. Hier hat man viel mehr Anknüpfungspunkte in vielerlei Hinsicht. Leider haben wir natürlich auch sehr, sehr viele schlechte Erfahrungen, insbesondere mit gewissen Leuten hier gemacht. Aber gut, das gehört nun mal zum Leben dazu. Das Leben ist eine Zugfahrt. Es gibt Leute, die einsteigen, es gibt Leute, die wieder aussteigen. Und manchmal steigt man halt selber aus dem Zug wieder aus. So ist das halt eben. Auf jeden Fall für uns waren die Weiterentwicklungsmöglichkeiten hier deutlich besser, weil ich hätte da nicht wirklich was machen können. Ich habe zwar online meine Kohle verdient, alles gut. Aber ja, du warst halt ein bisschen limitiert, sagen wir es mal so, okay. Ja, summa summarum war es eine schöne Zeit. Ich kann es nicht empfehlen. Ich kann es als Urlaubsdestination empfehlen oder mal für 4 Wochen oder 2 Monate irgendwie mal zum Probieren kann man machen. Ja, aber für eine mittelfristige Zukunft, also 5 oder 10 Jahre, eher nicht. Dann wirklich eher in Regionen, die hier am Mittelmeer liegen, an der Ägäis liegen oder von mir aus Istanbul, obwohl Istanbul ist auch nicht mein Geschmack. Da gibt es andere Metropolen, die mir deutlich besser gefallen. Ja, also die andere Frage war ja auch, lohnt sich das Thema Auswandern hier in die Türkei? Also, ich sollte da mal ein Pro- und Contra-Video in Bezug auf Alanya machen. Ich weiß gar nicht, habe ich das schon mal gemacht? Kann sein. Aber das könnt ihr mal reinhauen, die meinen Kanal länger verfolgen. Ob ihr da was hören möchtet, dann werde ich dann zu gegebener Zeit da mal was nachsteuern. Was gibt auch das ein oder andere, was mir nicht so toll gefällt.
So Thema Weiterentwicklung ist das hier auch manchmal so ein Thema für sich. Da gibt es andere Destinationen in den Emiraten beispielsweise, und da ist es ein bisschen brutaler, was die Weiterentwicklung angeht. Und das gefällt mir schon ganz gut. Da schauen wir mal, dass man sich das mal bei Gelegenheit anschaut im kommenden Jahr, und dann gucken wir mal, ne? Nee, aber ihr könnt mir das ja mal in die Kommentare reinhauen, ob ich da mal zum Thema Alanya was machen soll. Die anderen Themen, ich habe die mir gescreenshottet, und dann werde ich dazu gegebener Zeit auch noch mal was sagen. Jetzt heißt es für mich: Trikot aus, ab in den Pool und danach an den Markt. Also bleibt mir gewogen. Ich wünsche einen wunderschönen Tag. Bis dahin habe ich Ehre. Ciao, Leute.